jeder war ja von dieser Serie, wo sie das angeschaut haben, war ja jeder geil auf die scheiß Elfe. Pass auf, war im Prinzip so. Der Ork hatte ja ein Zelt. Und in dem Zelt hab ich gepennt. Es war quasi ein Tag nach der Party. Kommt dann so aus dem Zimmer raus. Der Ork lacht so am Zimmer vorbei. Der Ork lacht so am Zimmer vorbei. Dann schaut er so. Pass auf, war im Prinzip so. In dem Moment komm ich, dann dreh die Kamera sich rum und ich komme aus dem Zimmer raus, dreh mich rum mit einem Schwert in der Hand. Die Elfe sagt, ruf mich doch mal an. In dem Moment komm ich, dann dreh die Kamera sich rum und ich komme aus dem Zimmer raus, dreh mich rum mit einem Schwert in der Hand. Die Elfe sagt, ruf mich doch mal an. Komm her, ich bin bereit. Sagt der Ork dann so. 3, 2, Merleute. So richtig brutal, weißt du schon. Und dann kommt die Elfe aus dem einen Zimmer neben uns. Aus dem Bad, genau zu sein. Ja, und dann quatscht sie da halt mit uns. Und sagt dann halt sowas wie, Ogrosch, lass ihn. Das Geilste daran war halt einfach. Also ich werde immer so dumm angemacht, wegen die Mädels und alles, ne? In der Jahre, der Lust und bla. Jetzt pass auf, war im Prinzip so. In dem Moment komm ich, dann dreh die Kamera sich rum und ich komme aus dem Zimmer raus, dreh mich rum mit einem Schwert in der Hand. Die Elfe sagt, lass mich doch mal an. In dem Moment komm ich, dann dreh die Kamera sich rum und ich komme aus dem Zimmer raus, dreh mich rum. Mit einem Schwert in der Hand. Die Elfe sagt, ruf mich doch mal an. In dem Moment komm ich, dann dreh die Kamera sich um und ich komm aus dem Zimmer raus, dreh mich um mit einem Schwert in der Hand. Die Elfe sagt, ruf mich doch mal an. In dem Moment komm ich, dann dreh die Kamera sich um und ich komm aus dem Zimmer raus, dreh mich um mit einem Schwert in der Hand. Die Elfe sagt, ruf mich doch mal an. Aber da Funk das Ganze bezahlt und Funk dann gesagt hat, nö, ja, haben die im Klartext mich rausgeschnitten.